Zu einem stell dich ein. Man trifft heut wieder alt und jung, ist happy, wow und voller Schwung. Denn alle machen fröhlich mit bei unserem Stimmungshit. Ja, heute wollen wir feiern, bei uns hier und in Bayern, in Hamburg, Innsbruck, Köln, Berlin, in Laibach, Zürich, Prag und Wien. Ja, heute wollen wir lachen, so manchen Heckmeck machen. Hey Freunde, komm, steig bei uns ein, zu Tanz, Musik und Wein. Sagt heut zu seinem Schatz, hey Madel, komm, gib mir einen Schmatz. Und auch der Opa hängt sich ein bei seinem Omilein. Man sitzt beisammen, singt und lacht, heut wird's bestimmt eine lange Nacht. Und alle machen fröhlich mit bei unserem Stimmungshit. Ja, heute wollen wir feiern, bei uns hier und in Bayern, in Hamburg, Innsbruck, Köln, Berlin, in Laibach, Zürich, Prag und Wien. Ja, heute wollen wir lachen, so manchen Heckmeck machen. Hey Freunde, komm, steigt bei uns ein, zu Tanz, Musik und Wein. La, 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 la,
so manchen Heckmeckmarken. Hey Freunde, komm, steigt bei uns ein zu Tanz, Musik und Wein. Mein Lieber, noch einmal sage ich Ihnen, liebe Gäste hier in der Frankenhalle, herzlich guten Abend. Und ich bedanke mich auch für diesen wirklich freundlichen Empfang, den Sie mir gegeben haben, mir, meinem Team. Auch zu Ihnen, liebe Zuschauer zu Hause, sage ich Grüß Gott und herzlich willkommen in Österreich, in ganz Deutschland, wo immer Sie heute unsere Gäste sind. Ich sage es Ihnen, heute wird gefeiert, aber richtig. Warum? Wir sind bei uns mit unserem Stahl zum ersten Mal in Nürnberg und das live. Servus Nürnberg, noch einmal. Ja, war das ein Auftakt heute? Was sonst denn? Mit dem Adler waren wir unterwegs durch Nürnberg und sind da hier in die Halle eingefahren. Der Adler, das darf ich allen denen sagen, die nicht so informiert sind, das ist eine Nachbildung der Lokomotive, des Zuges, der 1835 zum ersten Mal die Strecke Nürnberg-Fürth bewältigt hat und damit eigentlich deutsche Eisenbahngeschichte geschrieben hat. Es ist schon ein Gefühl, wenn man so auf historischem Weg ist, aber wir haben uns wohl gefühlt. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich bin sicher auch meine Kollegen, meine Freunde, unsere Stadelmusikanten, Wolfgang Lindner mit seinem Team. Richtig, dass wir darüber gesprochen haben, oder was? War schön, auf jeden Fall. Nur einer, das war Gunnar, einer, der hat die Punkte nicht zusammenbekommen für eine Fahrkarte. Der Hirse, der musste zu Fuß gehen, aber den kannst du nichts verwehren. Der ist immer da, der Hirse. Wo ist er denn? Da kommt er. Matthias! Lass dich anschauen, lass dich anschauen. Ja. Für eine Null-Punkte-Diät schaust du eigentlich ganz gut aus, muss ich das sagen. Fang jetzt schon wieder an, denk an die Zeitungen. Ja, ja, ich denke eh dran. Hast du jetzt schon dein Beruhigungsschnapsel drin, verstehst du? Nein, bitte, schau, stell mir nicht so hin. Was das ist? Ein Intelligenzwasser. Moment, was ist das? Ein Intelligenzwasser. Ja, sag einmal, sowas gibt's auch? Sehr wohl gibt's es, ich hab's ja. Kannst kosten. Ja, gib her. Nein. Das ist natürlich mit Kosten verbunden. Aha, wirst du schon wieder absahnen, hä? Gut, weißt du, was du bist, gib wieder heute 10 Mark, nimm mal. Ja. 10 Mark. Was heißt 10 Mark, ist das zu wenig? Ja, das sind so 20 Mark, geht schon, ja. Tu mich nicht ausnützen, du Matthias Meier, du. So, dann hast du 50 und jetzt gib her. 50 Mark, dass ich nicht kichern, du. Ja, du kannst nicht kichern, du, aber Intelligenzwasser. Mein letztes Angebot. 100 Markschein für dich. Das ist jetzt sehr systematisch, ganz langsam angreifen. Intelligenzwasser. Ja, und dann bei dem Ohrwaschel schütteln. Kannst du oben angreifen? Ja, man spürt's. Ja, das, also da hört man direkt das Aroma. Ja? Ja? Mach auf, bitte, lass mich das. Wie er strahlt. Man spürt's raus. Man spürt's raus. Jetzt mache ich den. Ah. Ja, sag einmal, das ist ja echtes Leitungswasser. Siehst, hat schon gewirkt. We'll be right back.
nicht schein. Ich muss immer fröhlich sein. Einmal da und einmal dort. Schwalben sind auch immer voll. Denn die Welt, mein lieber Schatz, ist ein riesengroßer Platz. Überall ist es sehr schön und ich will alles sehen. Ich schick dir ein Bussal. Ich schick dir ein Gruß. Mein Herz ist ein Vogel, das vor dir muss. Vielleicht komm ich wieder, wenn's Jahr ist vorbei. Vielleicht komm ich wieder zu dir zurück im Mai. La la la, la la la. Jedes Land ist für mich da, fühl mich froh und fühl mich frei. Bin bei jeder jetzt dabei, weil auch manches Mädchenherz für mich ist das ja kein Schmerz. Bin ein echter Vagabund und die Welt ist rund. Ich schick dir ein Bussal, ich schick dir ein Gruß. Mein Herz ist ein Vogel. Vielleicht kommen
Jehova die Anstalt. Es ist so zum Seck, mein Pur, bist du beinand. Wir wollen endlich beieinander leben und darum will ich dir mein Jawort geben. Dann gehen wir uns den Wahnsinn und singen neue Lieder an die Ziele deiner Hochzeit. Wir klatschen in die Hände, immer unser, es ist der Ziele deiner Hochzeit. Zum Sepp, mein Vater ist dagegen. Der Sepp, der kriegt ein Wut und sagt, da muss was geschehen. Er geht zum Vater auf den Hof und dann geht's erst richtig los. Ein Thema ist der Wahnsinn. Das ist die Schwester von dem jungen Mann, den ich Ihnen gleich vorstellen möchte, die Sarah. Sarah, ich gebe dir den Wastel als kleine Erinnerung und jetzt geht's zu deinem Bruder. Gell? So. Ich habe vor einiger Zeit Imran Rana kennengelernt, so heißt dieser junge Mann. Er ist 16 Jahre jung, ich habe ihn auf einer Veranstaltung kennengelernt. Er war da mit seiner Gitarre, hat gespielt und hat gesagt, mein größter Wunsch wäre, einmal Musiker oder Sänger zu werden. Ich muss sagen, mich hat die Stimme fasziniert. Ich habe dann mit den Eltern ein bisschen geplaudert. Er geht in Hallein, das ist eine kleine Salinenstadt in der Nähe von Salzburg in Österreich, geht er zur Schule, ist unheimlich fleißig, hat fast nur Einser. Und er geht in eine normale Hauptschule und jetzt kommt es die kleine Nebensächlichkeit für mich, nicht für ihn. Er ist seit seinem dritten Lebensjahr blind. Es ist durch Malaria passiert, aber er hat mir gesagt, wenn ich zu Ihnen in den Stadel komme, Herr Moik, soll das keine Rolle spielen. Ich möchte wegen meiner Stimme anerkannt werden. Inzwischen ist die Familie, also vier Geschwister und Papa und Mama, sind österreichische Staatsbürger.
Und obwohl du aus Pakistan bist, du hast einen österreichischen Slang, mein Lieber, da geht schon was nieder, gell? Ja, ist echt klar. Sag, wie machst denn du das in der Schule, wenn du da ganz normal bist? Ja, also ich habe ein Gerät und das übertragt die Blindenschrift auf Normalschrift durch einen Drucker. Aha, und so? Und wie macht das der Lehrer? Wie unterrichtet er dich? Ja, er kriegt eben das Blatt, das ich dann ausgedruckt habe und dann kann er es lesen in Normalschrift. Schaut, dass bei mir nicht so ein Apparat gegeben hat, verstehst? So, aber jetzt gehen wir, du hast einen riesen musikalischen Fan. Ja, der Elvis Presley. Elvis Presley. Und er hat gesagt, wenn es möglich wäre, Herr Moik, ich möchte gern ein Lied singen von Elvis Presley. Wir haben eins ausgesucht, Love Me Tender. Nur, damit Sie jetzt nicht glauben, das kommt vom Band. Nein, er hat gesagt, wenn ich auftrete im Stadl, dann singe ich live. Ich muss sagen, super. So, jetzt haben wir das Mikrofon hin und ich kann mir warten Sie ein bisschen, ich kann mir vorstellen, wie es jetzt in dem jungen Mann da drinnen ausschaut. Freunde, tut's mir einen Gefallen, tut's von mir allen Applaus heute weg, gebt unseren jungen Freund die Chance und einen riesen Applaus, dass das Herzerl nicht so pumpert. So, Love Me Tender, Imran, jetzt packen wir's. So, jetzt. Immer wieder träum ich nur, von dir. Und für mich schlägt keine Uhr, bist du dann bei mir. Immer wieder brauch ich dich, so sehr. Ohne dich da gibt's für mich keine Sonne mehr. Immer wieder dank ich dir, für dein Herz, das doch alles teilt. Immer wieder brauch ich dich, so sehr. Ohne dich da gibt's für mich keine Sonne mehr. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Oh, love me tender, love me true, yeah, oh. Dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, liebe Zuschauer, liebe Gäste hier in Nürnberg, 3 Jahre laufe ich den Wurm nach, aber es heißt ja immer, was lange währt, wird endlich gut und heute hat es geklappt. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich, die Wurm von der Dinkelsbühler Knabenkapelle, da sind sie. Ja, und da darf ich Ihnen einmal vorstellen, den Tambourmajor, das ist der Thomas Klein, der Dirigent ist der Stefan Grun, der wird gleich viel Arbeit haben. Ich darf da zuerst einmal gleich den Lastel geben, danke. Sonst vergesse ich es. Dinkelsbühl, sag einmal, es ist da in der Gegend, wo, aber wo genau? Ja, Dinkelsbühl liegt 80 Kilometer von Nürnberg entfernt. Also, und es gibt ein Gerücht, Dinkelsbühl soll eine wunderschöne Stadt sein. Ja. Aha. Ja. So lässig geht das halt. Und was ist denn das Besondere an dieser Stadt? Naja, wir haben schöne alte Fachwerkhäuser, dann haben wir eine ganz erhaltene Stadtbefestigung und eine der schönsten Hallenkirchen in ganz Süddeutschland. Also ich muss Ihnen sagen, liebe Zuschauer, ich bin einmal durchgefahren, es ist wirklich wunderbar. Da gibt es noch einen Leiter, der das Gesamte leitet, das ist der Adolf Deschler. Herr Deschler, wo sind Sie denn? Herr Deschler, bitteschön. Das ist der Mann, der sich für die jungen Leute hergibt. Und ich muss sagen, Herr Deschler, gibt es mehrere solche Menschen wie Sie, dann hätte man keine Angst, dann bräuchte man keine Angst haben um junge Menschen. Dankeschön, tun Sie weiter so. Vielen Dank, machen wir. Okay, Herr Deschler. So, und der Herr Deschler, ja, Ihr Applaus. Ich habe die Burm gefragt, ich möchte ein bisschen über die Uniform wissen und über die Knabenkapelle. Wem könnte man denn nehmen? Dann haben sie gesagt, nehmen Sie den Rainer Haas, der hat die größte Goscha. Rainer, wo bist du denn? Da ist er. Rainer, jetzt schauen wir mal, wie es ausschaut. Komm. Rainer, jetzt sag mal, seit wann gibt's denn eigentlich die Knabenkapelle? Ja, die Knabenkapelle, die wird das erste Mal 1552 urkundlich erwähnt. Da warst aber du noch nicht dabei, gell? Ja, ich glaube nicht. Ja. Als Bubenpaukenschläger. Als was? Als Bubenpaukenschläger. Als Bubenpaukenschläger, ja. Bum, bum. Ja. Dann im 17. Jahrhundert noch einmal. Und 1897 seither treten wir in der Uniform auf, in der friedrichsianischen Rokoko-Uniform. Mhm. Wie seid ihr denn zu der überhaupt gekommen? Wo hatten die ihren Ursprung eigentlich? Ja, da streiten sich die Historiker immer noch. Also da sind sie nicht ganz einig. Die einen sagen vom Augsburger Fuggerregiment und die anderen sagen von der Preußen. Oh, das kann nicht schaden von den Preußen. Das kann nicht schaden. Ja. Sag, und wenn man jetzt zu dieser Knabenkapelle dazu will, wie alt muss man sein, wie alt darf man werden?
Ja, von unten auf gibt es keine Grenze, aber bis zu 18 Jahren. Aha. Also ihr habt keine Chance mehr. Also ich glaube nicht. Und damit sagt er eigentlich schön umschrieben, ich bin ein Allspatz, nicht wahr? Rainer, ihr seid eine der besten Blaskapellen, Jugendblaskapellen in Deutschland überhaupt. Und wenn man gut ist und wenn man spitz ist, muss man viel proben. Wie oft seid ihr da dran? Ja, circa dreimal in der Woche. Dreimal in der Woche? Ja. Na und was ist da mit der Freundin? Ja, die muss man halt verschieben. Aha, also, ich danke schön. Jetzt wissen Sie es also ganz genau. So. Jetzt gehe ich noch zum Andreas her. Andreas, wie fühlst du dich denn bei uns im Stadl? Schön. Schön, wunderbar. Sie erleben jetzt einen Konzertmarsch, liebe Zuschauer. Da tun sich auch Erwachsene sehr, sehr schwer. Es ist einer der schönsten Märsche. Und wenn die Buben jetzt aufspielen. So, wie heißt jetzt der Marsch? Wie heißt denn der Marsch, den sie jetzt spielt? Jetzt weißt du das auch nicht. Wie heißt er denn? Der Florentinermarsch, na ja, also, sehen Sie, sind die Kleinigkeiten. Freuen Sie sich jetzt wirklich auf die jungen Burm und auf den Florentinermarsch. Bitteschön. Thank you.
muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, liebe Gäste hier und liebe Zuschauer zu Hause, das schlicht und einfach eine Leistung. Super, Burschen, super. So, und jetzt... jetzt begrüße ich diesen jungen Mann hier und eins steht fest, Herr Bürgermeister Willy Brölz. Wir zwei haben da bei den Burm keine Chance mehr. Aber als Bürgermeister sind Sie in Nürnberg sehr, sehr beliebt. Das werden Sie jetzt am Applaus bemerken. So. Also ich glaube, die Allerjüngsten sind wir beide nicht mehr. Genau. Aber ab und zu mal auf die Bau gehauen, das wird man auch ganz gut noch machen. Ja, was glaubst du denn, Herr Bürgermeister? Wenn ich an Nürnberg denke, da denke ich einmal an FC Nürnberg, Fußball. Da denke ich an die Eisenbahn, denke an Autos, an Spielzeuge, an den Lebkuchen, an die Bratwürstel. Aber ich glaube, die Palette ist noch lange nicht gefüllt. Nürnberg bietet eigentlich unwahrscheinlich viel. Ja, das alles hat sicher mit dazu beigetragen, Nürnberg überregional, ja, wenn nicht sogar weltberühmt zu machen. Aber es ist keineswegs so, dass wir Nürnberger romantisch verklärt und verträumt die Welt nur durch Putzenscheiben sehen würden. Hier ist ein moderner Industriestandort und wir leben hier in einem großen Wirtschaftsraum. Aber wir sind natürlich sehr stolz als Nürnberger darauf, dass wir in einer, wie ich meine, großartigen Gemeinschaftsleistung aller Bürgerinnen und Bürger nach den schweren Kriegszerstörungen unsere Stadt wieder aufgebaut haben. Und ich meine, sehr schön aufgebaut haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Herr Bürgermeister, ich komme nicht umhin, jetzt zu schwärmen. Leider Gottes nicht so für Sie. Sie sind mir sehr sympathisch, aber Ihre Altstadt, in die bin ich ganz einfach verliebt. Das ist sowas Traumhaftes, liebe Zuschauer. Das sollten Sie mal sehen. Wir haben so einen kleinen Film gemacht, Herr Bürgermeister. Erzählen Sie uns ein bisschen was jetzt von Ihrer schönen Stadt Nürnberg. Ja, das ist also der mächtige Burgfelsen, auf dem man hier die alte Stauferburg sieht, den Heidenturm mit dem Palas, in dem sich der Rittersaal und der alte Kaisersaal befindet. Es ist dies eine der mächtigsten Burganlagen in der Bundesrepublik. Hier kann man die Vorburg erkennen, das Fundament des Singwellturmes, einem der ältesten Teile der Burganlage. Hier sieht man den Tiergärtner Torplatz mit dem Pilatushaus im Hintergrund, der Tiergärtner Torturm. Dann hier natürlich unser schönes Renaissance-Rathaus, das 1619 entstanden ist. Jetzt sind wir schon am Hauptmarkt. Hier sieht man den schönen Brunnen. Und hier die unter Karl IV. Erbaute Frauenkirche mit dem von Jörg Heuss 1509 errichteten Männleinlaufen. Herr Bürgermeister, ich muss aber sagen, wenn man das alles sieht, das zu erhalten, muss ja ein Vermögen kosten. Ja, es ist nicht ganz billig, würde ich sagen. Das kann ich mir vorstellen. Schau dazu. Und das ist die schöne Rosette der Lorenzkirche. Und hier dann ein Blick auf die Fleischbrücke. Das ist ja fast wie dann Venedig. Hier der Weinstadel, ein früheres Siegenheim. Im Hintergrund der Hengerturm. Auch um den Henge ist mein Nürnberg nicht ganz Weinstadel und Siegenheim. Das ist ja fast wie Venedig. Ja, und das ist eine der bedeutendsten Sozialstiftungen aus dem Mittelalter. Das ist unser Heilig-Geist-Spital. Und hier ein... ja, Ereignis, das in jüngster Zeit die Gemüter etwas bewegt hat. Das ist der tanzende Hans Sachs auf dem Ehebrunnen. Ein Brunnen, der von Professor Weber errichtet worden ist und um den es natürlich Diskussion gegeben hat. Aber mittlerweile ist ins Bewusstsein der Nürnberger übergegangen. Das ist jetzt also ein Teil unserer Stadtmauer. Das ist eine der größten und noch besterhaltensten Stadtbefestigungen, die es überhaupt gibt. Die Mauer selbst ist etwa 5 Kilometer lang und konnte größtenteils erhalten und wieder aufgebaut werden. Was mir persönlich aufgefallen ist, Nürnberg hat eine so angenehme Atmosphäre beim Einkaufen. Auch die Beiseln, die Lokale, das gibt es was Herzliches. Ja, also die Nürnberger und die Franken schlechthin sind recht gemütliche Menschen. Hier ist es allerdings keineswegs so, dass die Nürnberger sich nur von Lebkuchen und Bratwürsten ernähren würden. Wir essen auch mal Christkern etwas anderes. Ja, ja.
Das ist der alte Adler, der also damals zwischen Fürth und Nürnberg verkehrt ist. Da haben die Engländer seinerzeit etwas Entwicklungshilfe für uns Nürnberger betrieben. Sie haben uns diesen alten Adler nach Nürnberg verkauft und gleich den Lokomotivführer mitgeliefert. Was war das Blau? Ja, und das hier ist der Norisring. Das ist ein Teil des ehemaligen Parteitagsgeländes, das heute jährlich für ein großes Automobilrennen, ein berühmtes und bekanntes Automobilrennen verwendet wird. Ja, und das ist die Prangenhalle, in der wir heute Abend hier sind. Ja, Hansi. Ich muss sagen, ich kann immer wieder nur sagen, ein Dankeschön wirklich euch hier von Nürnberg, meinen Kollegen von der Technik, die diese Wunderwerke da immer filmen. Herr Bürgermeister, ich bedanke mich für den freundlichen Empfang, vor allen Dingen für die freundliche Atmosphäre hier in der Halle. Ich sage es Ihnen, so problemlos wie heute haben wir noch selten in einer Halle gearbeitet. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das freut uns Nürnberger ganz besonders. Der Wastl ist für Sie. Recht schönen Dank, und ich habe natürlich auch ein kleines Geschenk mitgebracht, einen schönen Zinkteller von unserer Stadt. Die Meisterschale des FC Nürnberg. Und was schenkt man in Nürnberg schon? Nein, Nürnberger Lebkuchen. Ja, und dann habe ich noch was ganz besonders Schönes, Liebliches und was ganz Lebendiges mitgebracht, denn nicht allzu weit von Nürnberg weg ist ein ganz berühmtes Weinanbaugebiet. Und da gibt es eine Weinkönigin, die fränkische Weinkönigin Kari Riggel. Sie ist heute Abend bei uns. Majestät! Servus. Guten Abend. Bleiben Sie doch, Herr Bürgermeister, bitte. Guten Abend, lieber Herr Moik, und guten Abend, liebe Gäste aus nah und fern. Ihnen, lieber Herr Moik, möchte ich im Auftrag der fränkischen Winzer diesen Boxbeutel aus meiner Heimatgemeinde Großlangheim überreichen. Karin, herzlichen Dank. Wow! Ich danke Sie vielmals. So, ein bisschen Revanche. Sei so gut. Karin, einmal für dich ein paar Blümchen. Okay. Dankeschön von unseren österreichischen Floristen. Und Herr Bürgermeister, ich habe mir auch erlaubt, und entschuldigen Sie, gnädige Frau, dass ich so jetzt Sie links liegen habe lassen, aber Sie wissen, das Fernsehen ist manchmal uns gemein. Ein paar Blümchen für Sie. Dankeschön. Oh, wow, heute geht's mir gut. Heute geht's mir. Bedanke mich sehr herzlich. Dankeschön. Bitte schön, nehmt Platz. Den nächsten musikalischen Gast, den ich Ihnen präsentieren darf, ist ein echter Evergreen. Und ich muss sagen, er ist ein halber Nürnberger, ist hier aufgewachsen. Ja, früher war er einmal der lachende Vagabond. Glauben Sie mir's, er ist es heute noch. Er kommt heraus und sagt zu Ihnen, guten Tag, Musik, Fred Bertelmann. Guten Tag, Musik. Eine Stunde ohne dich ist nur halb so schön für mich. Guten Tag, Musik. Bleibst dein ganzes Leben lang mein bester Freund. Musik ist, wenn ein Vogel singt hoch droben in den Zweigen. Und wenn ein Liebeslied erklingt von vielen hundert Geigen und tausend Stimmen klingen froh weit in die Welt hinein. Ich liebe dich, Frau Musika, so schön kannst du nur sein. Guten Tag, Musik. Eine Stunde ohne dich ist nur halb so schön für mich. Guten Tag, Musik. Bleibst dein ganzes Leben lang mein bester Freund. Musik ist, wenn der Wind sich regt in unseren alten Bäumen und bis zu mir das Echo trägt aus alten Kinderträumen. Musik ist wie ein Sonnenstrahl, der in die Herzen dringt und manchmal grad zur rechten Zeit den Menschen Freude bringt. Guten Tag, Musik. Eine Stunde ohne dich ist nur halb gelebt für mich. Guten Tag, Musik.
bleibst dein ganzes Leben lang mein bester Freund. Guten Tag, guten Tag, Musik. Eine Stunde ohne dich ist nur halb gelebt für mich. Guten Tag, guten Tag, Musik. Bleibst dein ganzes Leben lang mein bester Freund. Du bleibst ein ganzes Leben lang mein bester Freund. Guten Tag, guten Tag, lachender Vagabund. Grüß dich, Fred. Grüß dich, Karl. Weißt du, was mich an dir wundert? Du warst der lachende Vagabund und der ist ja jetzt schon in die reiferen Alter gekommen. Nein, nicht du, der lachende Vagabund, du bist ja nur ein Jüngling. Hast heute noch den Erfolg, bist nach wie vor am Dingeln, machst Platten. Was ist das Geheimnis deines Erfolges? Liebe zum Beruf, glaube ich, und eine gute Ausbildung. Das habe ich, das habe ich da genossen. Ich war im Konservatorium hier, ich habe Gesang studiert. Ich habe du hast Musik ja, du bist hier, Entschuldige, du bist hier in Nürnberg? Ein Peterlesbo, ja. Ja, Peterlesbo. Ein halber Tag. Peterlesbo. Ja. Neben der Peterskirche. Direkt neben der Kirche. Kirchenstraße 36. Ja. Ein Peterlesbo. Ja. Bo. Bo. Ja. Bo. Aber das werden dir die anderen schon besser beibringen. Nein, Bo. Und du hast hier Ausbildung gehabt im Konservatorium? Ja, Konservatorium Musik und Gesang. Und ich habe auch beim Johnny Bone, der war damals der Heldenbariton am Nürnberger Opernhaus, habe ich noch das Praktische bekommen im privaten Unterricht. Und dann das Wichtigste, der will das einmal sagen in die Kamera. Bitte? Das war meine Zeit mit Charlie Schiele, mit dem Quartett, mein alter Kapellmeister. Und ich möchte eigentlich mal danken für die harten, aber schönen Jahre und für die Kollegialität und Freundschaft, die wir beide hatten und heute noch haben. Das muss mal gesagt werden. Ich glaube, das ist die Erklärung. Fred, mein Redakteur hat mir gerade gesagt, wir haben schon 4 Minuten Verspätung. Ich könnte mit dir nur so lange plaudern. Weißt du was? Ich sag danke und ich wünsche dir, und so heißt sein neuer Titel, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Freut dich und bleib gesund. Danke. Und bleib mein Freund. Und ich wünsche dir immer so viel Erfolg mit dieser Sendung wie bisher. Dankeschön. Fred Bertelmann. Eine schöne Zeit und immer wieder recht viel Freude. Glück an jedem Tag, dass deine Sonne scheint und jede es gut mit dir meint. Ich wünsch dir eine schöne Zeit und immer wieder für uns zwei. Dass alles bleibt, wie's ist und du mich nie vergisst. Ich wünsch dir eine schöne Zeit. Ich bleib nicht lange fort, ich komm bald wieder. Bis dahin flieg ich in Gedanken hin zu dir. Ein kleiner Gruß und viele frohe Lieder sind die Brücken zwischen dir und mir. Ich wünsch dir eine schöne Zeit und immer wieder recht viel Freude. Glück an jedem Tag, dass deine Sonne scheint und jeder es gut mit dir meint. Ich wünsch dir eine schöne Zeit und immer wieder für uns zwei, dass alles bleibt, wie es ist und du mich nie vergisst. Ich wünsch dir eine schöne Zeit. Ich wünsch dir eine schöne Zeit und immer wieder recht viel Freude.
eine frohe Welt, so wie sie dir gefällt. Ich wünsch dir eine schöne Zeit, dass alles bleibt, wie's ist und du mich nie vergisst. Ich wünsch dir eine schöne Zeit. Liebe Freunde, das war der Zwetschgenmännle Tanz. Das ist ein typischer Tanz von hier mit dem Ballett Noris, mit dem Noris Ballett ganz genau, hier aus Nürnberg. Guten Abend, Herr Doktor. Zur Erinnerung an den Warte mal, so einfach geht das nicht. Du kommst da so mir nichts, dir nichts raus jetzt. Zum Erinnerung zum an den Zwetschgenmännle Tanz. Ja, du verrätst dich genauso wie der Moik. Das macht nichts. Also, das sind die Zwetschgenmännle. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Dankeschön und ein herzliches Dankeschön euch. Liebe Zuschauer, begleitet wurde das Noris Ballett von der Familienmusik Georg Schwenk. Und zum Georg Schwenk darf ich dazu sagen, das ist ein Musiker, der mir sehr, sehr sympathisch ist. Er spielt Volksmusik, volkstümlich, Schlager, Swing, klassisch. Für mich der Musikant, der nicht nur sagt, ich spiele das oder ich spiele das. Seine Frau spielt mit, seine Familie. Und das Instrument, das Sie gesehen haben, das ist ganz was Eigenwilliges. Das ist eine Ocarina. Zeig's mal her. Schau. Ja, komm ich zu dir. Sag, und kannst du das so aufblasen? Man sagt ja immer, bei uns ist alles Playback. Ja, so. Also, ich muss Ihnen ehrlich sagen, heute passieren Sachen, die wir nicht geprobt haben, gar nichts. Was hast du mitgebracht, Joshi? Eine hochwertige Mignani-Ocarina mitgebracht zur Erinnerung. Und das gilt zugleich als Talisman. Das nehme ich gerne als Talisman. Kann man das blasen? Ja? Echter Talisman, das kann man machen. Da sind so viele Löcher.
Ja, geht schon. Danke vielmals. Liebe Zuschauer, liebe Gäste, jetzt kommt der Hirs, jetzt kommt der Hirs. Aber er kommt jetzt einmal ein bisschen anders. Erstens einmal kommt er musikalisch und begleitet wird er dabei von Wolfgang Lindner, von unserem Orchester. Und er hat eine riesen Liebeserklärung an ein Auto. Unser Hirse. Ja. Steht im Grund. Ach so, ein Autotaxi wird's nicht leicht sehen. Oh. Die Lieder sitzen schäbig, die Federn stehen nicht her. Am Vordern kannst nicht sitzen, dort ihr der hintere weh. Und kommt einmal ein Vorguss, dann hast gleich Schuld auch auf. Er kurbelt dann am Nudelbrett, sonst geht der alte Krempel nicht. Dann fängt er an zum Stinken und vor der Stickerl raus. Und bei der ersten Steigung schon geht ihm der Adam aus. Die Zündung streicht, das Radl steht, aber nur der Taxameter geht. Ja, das Wagel, das war halt ein recht schwerer Kind. Das will seine Ruhe haben, das geht nicht so geschwind. Und wer hat kein Klagelt zum Rausgeben mehr? Ja, das ist halt der Werner Schaffer. Ja, ich war von alten Geburtstag als Bub in der Garage. 10 Fotzen in der Woche, das war mein Mindestgage. Ich hab geputzt die Radl und gewaschen das Chassis. Da haben wir uns gefunden, die Josephine und ich. Sie war die jüngste Tochter von Kreisler nebenan. Und damals waren die Waren groß und auch der Schinken tadellos. Und am Rennen Sonntag, der Wurzner war nicht zu Haus. Haben wir einen kleinen Ausflug gemacht, noch Gumpels Kirchenaus. Aber bald war's das Liebesglück, denn uns ist platzt die Pneume dich. Hier ist Madel, das war halt ein recht schwerer Kind beim Bremsen. So langsam beim Küssen so geschwind. Ja, wir waren halt noch jung und das war einmal leer. Und jetzt tut sie einen kleinen Chauffeur. Ja, wir waren halt noch jung und das war einmal leer. Und jetzt tut sie einen kleinen Chauffeur. Yeah.
jeden Tag der gleiche Trott. So ein Schrott, so ein Schrott, jeden Tag dasselbe Kamm, raus muss mal der Damm. Jeden Tag die gleiche Tour, immer nur nach der Uhr. Jeden Tag derselbe Stress, ich weiß was Besseres. Ob Wiesen oder Basel, ob Freimarkt oder Dom. Beste Bayern, beste Bayern. Und Hamburg ist das Bayern. Und Schwarzenbach ist Lüdenscheid. Der Mensch braucht Fröhlichkeit. Beste Bayern, wie sie wollen. Und dazu ein schönes Lied. Wo die Musik spielt, wird die Lust gespielt. Und alle Bayern mit. Fasching oder Karneval. Feste gibt es überall. Schützen oder Feuerwehr. Feiern fällt nicht schwer. Und ein schönes Kind im Arm. Das fällt warm, das fällt warm. Hoch die Liebe, hoch der Wein. Alle stimmen ein. Ob Wiesen oder Basen, ob Freimarkt oder Dom. Beste Bayern, beste Bayern. Und Hamburg ist das Bayern. Und Schwarzenbach ist Lüdenscheid. Der Mensch braucht Fröhlichkeit. Beste Bayern, wie sie wollen. So ein schönes Lied. Wo die Musik spielt, wird der Lust gespielt. Und alle feiern mit. Feste Bayern, feste Bayern. Von Hamburg bis nach Bayern. Von Schwarzenbach bis Lüdenscheid. Der Mensch braucht Fröhlichkeit. Feste Bayern, wie sie fallen. Thank you.
Grüß Gott, Herr Menzkes. Ja, grüß Gott. Liebe Zuschauer, wieder mal bei uns zu Gast die Menzkes Chöre aus Köln, aus dem Raum Köln, mit einer Referenz an Wien, Johann Strauss, Leichtes Blut. Meine Damen, Kompliment, meine Herren, Servus, herzlich willkommen. Ich muss sagen, es tut gut, solche Stimmen bei uns zu haben. Wir haben ein bisschen gesprochen beim letzten Besuch. Ja, von, ja, da haben wir gesagt, machen wir doch mal was, was ein bisschen so in die Schiene geht und uns prompt folgt. Das haben wir gemacht. Wir sind also auf Platte Leichtes Blut, 14 klingende Evergreens in klingenden Sätzen und klingenden Orchesterarrangements geworden. Und die Leute lieben es, man hört es immer wieder gerne und vor allen Dingen, die haben es sehr gerne ausgeführt. Das kann ich mir vorstellen, das ist auch ein Schwung drin. Und ich muss sagen, liebe Zuschauer, Sie kennen den Hannes Menzkes als wunderbaren Dirigenten und das Repertoire geht ja von der Klassik bis zum Jazz. Aber ich muss sagen, er komponiert auch. Und jetzt erleben Sie, ich bedanke mich Herr Menzkes, jetzt erleben Sie einen Walzer, da können es alle Sie in der Halle und Sie zu Hause mitschunkeln. Das Noris-Ballett wird dazu tanzen und das ist ein Walzerle, ich würde sagen, hängen wir uns ein, genießen Sie, schunkeln Sie mit dem Sonnenwalzer. Die Sonne, 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 die Sonne
meine Damen und Herren, jetzt in der Halle. Alles aufstehen. Ich stehe mal auf, jetzt machen wir Stimmung. Ausnahmslos. Klasse. So, dann jetzt Hände über den Kopf. Jawohl. Und jetzt mit den Füßen mitrampeln. Jawohl. Und jetzt können wir noch singen dazu. Da, 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 da. Klasse, aber stehen bleiben. Alle der Rhythmus-Teil müssen wir noch einmal machen. Das war zu wenig. Also, Hände über den Kopf. Alle. So lang. Auf für alle. Ausnahmslos. Jetzt gehen wir. Hey, 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 hey. So. Und alle laut mitschreien. Hey, 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 hey. Eins, zwei, drei. Ihr seid spitze. Aber wo ist denn der Karl? Karl! 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 Hey! Hey! Super! Danke! Also, es ist ein Phänomen, dieser Zillertaler Hochzeitsmarsch. Freunde, es ist sensationell. Ich kann eigentlich jetzt nur mehr sagen, wenn ich auf die Uhr blicke. Dankeschön, Nürnberg. Dankeschön, liebe Zuschauer zu Hause. Servus, für Gott, bis zum nächsten Mal. Da sind wir nämlich dann. Was hast du denn, Burschi? Hallo Karl, danke für die schöne Sendung. Ist schon gut, Burschi. Dankeschön, bleib gleich da bei mir. Mach dir nichts. Das hast du mich rausgebracht. Das nächste Mal sind wir in Herzogenburg, das ist in Niederösterreich. Das ist zwischen St. Pölten und Krems. Da sind wir also auch in einer Weingegend. Dankeschön, junge Dame. Dürft auch bei mir bleiben. Dürft auch bei mir bleiben. So, und für heute sage ich Servus für Gott. Nein, schaut euch das an. Ja, schaut euch sowas an. Ha? Hallo. Ja, wie schaust denn du aus, Mose? Was, sag ich mal, was soll denn dieser Aufzug? Was soll dieser Aufzug? Ich schaue halt aus wie einer, der nach Arabien will. Nach Arabien. Und da nimmst du dir von hier, von Nürnberg, ein Kamel mit? Ja, genau. Weil ich möchte mir in Arabien eine Frau kaufen.
Und den Arabien ist ja bekanntlich das Kamel das beste Zahlungsmittel. So, hier sind, dann wünsche ich dir viel Glück, schöne Reise. Ja, Karl, Karl, komm. Eine Bitte hätte ich. Was denn? Und zwar, und es wäre schön, wenn du mir diese Bitte erfüllen würdest. Sag schon. Ja. Du weißt, ich bin ja für dich da. Ich hätte gerne, bist du mein liebster Freund? Ja. Also ich hätte gerne, Karl, wenn du mich bei dieser Brautschau nach Arabien begleiten würdest. Also auf gut Deutsch, ich soll dir helfen, eine Frau auszusuchen. Ja. Hirsi, das verspreche ich dir, das mache ich, weil ich habe ja einen guten Geschmack. Um den Geschmack geht's nicht. Was denn? Weil in Arabien kostet nämlich eine Frau mindestens 2 Kamele. Aha. Und ich habe aber nur 1. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, die Musik ist leider jetzt aus. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, euch allen hier drin und zu Haus. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, bestimmt das nächste Mal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, mit Musik spielt auf ihrem Saal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, ganz bestimmt das nächste Mal. Wir waren heute so gemütlich beim Wein, die Muse hat gespielt, war so fein. Wir haben gesungen, getanzt und gelacht, ans Aufhören, ans Ende hat keiner gedacht. Doch plötzlich zu unserem Verdruss, der Wirt sagt, kommt's Leid, mach mal Schluss. Da haben wir die Gläser geleert und froh uns den Abschied beschert. Jo, Servus, für Gott und auf Wiedersehen, die Musik ist leider jetzt aus. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, euch allen hier drin und zu Haus. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, bestimmt das nächste Mal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, wenn die Musik spielt auf ihrem Saal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, ganz bestimmt das nächste Mal. Yo! La 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 la. Mit Musik spielt auf ihrem Saal. Servus für Gott und auf Wiedersehen, ganz bestimmt das nächste Mal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, wenn die Musik spielt auf ihrem Saal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, ganz bestimmt das nächste Mal.